weiter geht's. Ich glaube, es ist der dritte Part schon in diesem Level, wa? Das dauert dann schon lange diesmal. Dann würde ich mit dem Barbar bis hier laufen. Ich untersuche auch alles ganz fleißig, muss ich auch mal dazu sagen. Das ist ja nicht so, dass ich hier untätig wäre. Ich glaube, bei der Sperrfalle hättest du, ich weiß nicht, ob du auch von dir entdeckt, aber wenn jemand die entschärfen will, musst du wahrscheinlich zuerst mit dem Zwerg drauf latschen oder davor. Also, ich weiß nicht, so diese Feinheit mit den blöden Fallen. Na gut, ich würde jetzt mit dem Zwerg sowieso hinlaufen, aber die Sperrfallen sind doch entschärft, wenn man sie entdeckt, oder? Gucken wir mal ins Regeldings. Das steht drin. Sperrfall, jede Sperrfall kann nur einmal ausgelöst werden, sollte durch die Figuren sprechen. Der Spieler muss einfach danach gut. Na gut, dann habe ich gesagt, dann bin ich halt mit dem Zwerg erst hinlaufen und hab's entschärft. Können wir auch so spielen. Ich sag ja nur, weil ich natürlich hätte, auch wenn du die Falle siehst, rennst du ja drin. Wäre ja bescheuert. Weißt du? Aber wie gesagt, bei der Schatzkartenfalle ist hier entschärft dann. Na gut, Sag ja nur, die gibt's ja eben keine Zeichen. Das heißt ja wahrscheinlich, dass die permanent da ist. Sozusagen musst du ja erst davor latschen. Ja, muss ich sagen, dann hat der Zwerg halt entschärft. Dann machen wir das halt so, dass ich mit dem Zwerg hinlatsche. Wenn ich sie gefunden habe, muss mir sowieso sagen, wo sie ist im Prinzip. Ja, dann habe ich die jetzt. Du hast sie aufgestellt. So, 7 öffnen. Los, Baba. Ich habe hier noch ein ganzes Arsenal an Zaubern. Na dann. 1, 2, 3, 4, 5. Attacke! Der Gaga ist unverwundbar. Was heißt denn unverwundbar? Heißt das, der kann jetzt da auch nicht suchen in dem Raum? Oder heißt das, der greift mich an? Oder? Der kann sich auch nicht bewegen. Also, das ist wie eine Statue jetzt. Genau, momentan. Okay, dann suche ich nach Geheimtönen oder Fallen. Dann laufe ich weiter mit dem Zwerg bis hier. Mit dem Zauberer bis hier. Dann mache ich nicht hin. Weiß ich schon nicht. Du schlägst mal mit der Flügel rum. Und der Zwerg sucht nach Schätzen in dem Raum. Okay. Streunendes Monster. Wer hat gesucht? Der Zwerg, also muss neben Barbar sitzen, wird ein Asterfeld. Dann darf der Alp ja noch. Zwei Felder schafft er sowieso. Oh. Er ist so sperrig, oder? So, der Alp greift an. Mit der Lanze. Ein Treffer. Drei Würfel. Du hast da oben noch einen zu liegen. Ja. Gut, den darfst du tatsächlich. Oh, ist ja schön. Ja, zwei Angriffswürfel. Von wem denn? Achso, warte mal kurz. Ich rufe jetzt mal eine Runde rum. Na, du Zauberer. Alex. Passt ja genau. So, Zauberer. Hast du ein Glück? Na, das heißt hier Glück, das rein nicht können. 5. 1, 2. Pass mal auf, Kollege. Ein Treffer. Treiber. Ja. Und weg mit dir. Jo, 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 jo. So, dann kann ich es ja wieder hier formieren. Und... Nee. Jetzt öffnet der Barbar die Tür. Jetzt kann sich übrigens der Gaga bewegen oder angreifen, aber wenn er sich nicht bewegt, kann er auch nicht verletzt werden. Weil du hast jetzt die Tür geöffnet. Achso, die Tür erweckt einen Gargoyle. Man kennt es ja meistens, wenn man irgendwelche Türen öffnet oder was auch immer, denn. Ah, kommt, passiert mir auch immer. Ich öffne eine Tür und schon lebt der Gargoyle.
Was machen die alle? Ist das ein normaler Gargoyle jetzt, oder? Das ist ein normaler Gargoyle. Gut. Okay. Keine besondere Fähigkeit. Also kann jetzt noch nicht angreifen. Nee. Nur benicken wir die. Was mich mal interessieren würde, wäre, ob ihr weitet Wasser in einem ganzen Raum rumgespult wird oder nur auf einen Gegner. Würde natürlich nicht viel Sinn machen, wenn es nur auf einen Gegner wäre, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ihr weitet Wasser, tötet es einen oder kann ich das im Raum versprühen und das tötet alle. Also, gut, der Barbar hatte 8. Okay, so nicht, ob du dich bewegst. 1, 2, 3, 4, 5. Du musst auf der Falle treten. Ja, setz mich ruhig dahin. Dann stecke ich jetzt auch noch da drinnen fest. Genau. Das ist ja schön, dann habe ich ja schon mal wieder einen Lebenspunkt verloren. Bist du dabei tot? Nee, der ist nicht tot. Sei ja vorher, Mann. Tot. Willst du mir nicht erzählen? Dann ist der Zauberer. Der Zauberer spricht, was macht er? Ich habe keine Ahnung, der Zauberer bleibt stehen. Der Alp, also der Zwerg, setzt ihn zur Seite und entschärft die Falle. Dann kannst du da wenigstens schon unbeholfen. Dann kann der Alp wenigstens wieder hinterherlaufen. So, jetzt kommt der Alp. Greift den Skelett da an. Tut vor ihm. Genau. Ein Treffer, wie viel hast du? 2. Jo, so muss es laufen. So, dann bist du dran. Darfst du auch mal mitspielen. Dann greif ich jetzt mit dem Skelett hier lang und greif dann mit. Sind die Alpen. Wie viele? 2. Ein Treffer. Das wäre ein Angriff gewesen. Jetzt. Ach scheiße, ich hätte ja. Naja, ist egal. Ja, kannst du ja wieder. Okay. Und bewegt sich dein Gargoyle oder lässt er sein? Der lässt er sein. Cool. So, der Baba. Der läuft hier in die Ecke. Und greift an. 3 Treffer. Der Zauberer. 8. 5 greift an. 1 Treffer, wie viel hast du? 2? Verteidigt. Freu dir mal nicht zu früh, Kollege. Der Zwerg kommt und greift an. Als neuer Skelett schräg. Oder auch nicht. Und der Alp ist dran. Der Alp macht mal frische krasset, setzt das hier weite Wasser aufs Skelett ein. Somit ist das Skelett weg. Deswegen habe ich gerade die weite Wasser gefragt. Und weg vorhin mit einem Alp drin, hat ihn mal gesprüht und alle wären tot gewesen. Aber ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Also man kann es auslegen, wie man möchte. Also ich wollte eigentlich so sehen, du versprühst, das steht hier. Da würde ich auch sagen, dass der ganze Raum eigentlich von Untoten frei ist. Die Typen höchstens immer ansprüht.
Also ja, so von Kopf bis von bis nicht. Eine ganze Viole. Streu. Vielleicht ein Feuerwehrmann. So, dann fragt der Alp nach Geheimtüren oder Fallen. Keine. Du bewegst dich ja nie mit deinem Dings, wa? Der bleibt ja immer so stehen, wa? Ich hab den jetzt gesetzt. Jetzt hat es nicht gesetzt, und dann kannst du jetzt loslegen. Da sitzt er, ne? Da bleibt der jetzt stehen. So lange bist du kaputt machst. Na dann kommt der Barbarma. 4. 1, 2, 3, 4. Und greift an. Kein Treffer. Dann kommt der Zauberer mit 2. Greift an. 2 Treffer. Wie viel hast du? 4. Tja. Kaputt. So, dann formiere ich mich wieder so, bis der Zwerg hier in der Ecke steht. So, so, und der Zwerg fragt nach Schätzen. Keine. Gold, 20. Ja, dann räumst du ja richtig ab. Ja, auch der Zwerg will sich mal was kaufen irgendwann. Der hat ja bis jetzt nur Schild. So, dann, Such für viel. Nee, hier oben bin ich noch nicht lang gern. Hier habe ich noch nicht nach Schätzen gefragt, überall, aber schon nach Geheimtüren. Muss ich noch machen mit den Schätzen und hier oben muss ich noch rum. Dann laufe ich also so weit, bis ich erstmal hier bin. So, hier. Den Zwerg hierher, damit er da schön nach Schätzen suchen kann gleich. Zauber hierher, Alp hierher. Der Zwerg ruft, sucht nach Schätzen. Keine. Tapferkeitstrank. Gut. Der Zwerg verwendet übrigens dann als nächstes den Stärkungstrank. Dann kann er beim nächsten Angriff mit 2 Würfeln extra angreifen. Der Zwerg. So, dann laufen sie wieder, um den Gang hier schön abzusuchen. Schätze vom Zwerg. Keine. Heiltrank. Hey, so ein bisschen für Geld. Ich will mir was kaufen. Jetzt machen wir an dem Gang hier. Da fragt der Zwerg. Wahrscheinlich keiner, ne? Keiner. Heiltrank. Oh, 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 der sammelt hier die Tränke ohne Ende. Und den Gang haben wir auch noch nicht abgesucht. Das sind auch keiner. Das ist ja nur interessant, wenn dann streunend Monster kommt. Wie jetzt zum Beispiel. Streunendes Monster. Perfekt, denn der Alp ist ja dann dran. Nach dem Zwerg. 2 Treffer. Wie viel hast du? 2. Nee, 3. Und tschüss. So, dann machen wir, dann gehen wir mal nach hier. So, dann ist es weiter. Und dann werden wir mal mit Würfeln wieder weiterspielen. Mit dem Barbaren. Eine 7. 1 und guck um die Ecke. Ich dachte jetzt wirklich, das wäre Feld gewesen und ich müsste ja alles nochmal absuchen. Geheimtun oder Fallen? Keine. Sehr gut. Dann positioniere ich mich hier so. Und wenn der Barbar ordentlich entwürfelt, wie jetzt, öffne ich. Das war? Nee. Da kommt jetzt noch was. Schade. Du willst also dem Zuschauer auf jeden Fall die Sicht versperren. Wir können die auch umgedreht hinstellen, sieht es wenigstens schöner aus für die Zuschauer. Gut, aber dann sind es jetzt Figuren, die davor stehen. Tja. Skelett.
lassen sie sich überraschen lassen, was dahinter alles hervorkommt. Ich muss sagen, das sieht man alles. Das jetzt nicht mehr, aber das ist auf jeden Fall auch ein Skelett. Ja. Und auf jeden Fall auch ein Zombie neben dem Skelett, den ich gerade hingestellt habe. Und dann kommt noch eine Mumie. Da sind alle Figuren dabei, so fast. Ja, können wir mal wirklich so, damit man es ein bisschen besser sieht. Da sind die Schränke. Und dann spielen wir mal kurz so. So, gerade eine 11. So, dann werde ich mir als erstes das Skelett schnappen, was da steht. 3 Treffer und tschüss. Der Zauber kommt. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Dann schlägt er das Skelett schräg. 2 Treffer. 2 Verteidigungswürfe. Der Zwerg. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zwerg greift an. 1 Treffer. 4. Stimmt, der war eine Mumie. Und der Alt kommt. 7. Ach, der Zwerg hätte jetzt auch durch den Stärkungsdrang wirklich viel mehr Angriff gehabt eben. Hm. Egal, haben wir vergessen. Nee, jetzt bin ich so tot. 5, 6, 7. Und Attacke mal ein bisschen abräumen. 1 Treffer. 3 Ja, dann darfst du so immer. Der läuft hier rum und greift einen Zauber an. Der kann er nicht rumrufen, da stehen Schränke hinter. Achso, stimmt. Dann greift er einfach mal in den Halb an. Vielleicht hätten wir die Schränke hier so hinlegen sollen, dass sie die Felder blockieren. Genau. Dann greift er am Halb an. Mit wie viel? Ein Zombie zu ihr. Ein Treffer. Locker verteidigt. Der Barbar. Der macht was wohl? Er greift an. 2 Treffer. Und weg. Der Zauberer fragt nach Schätzen. Du findest das Zauberamulett. Du musst die entsprechende Beutekarte nehmen. Das hat mir jetzt fast gedacht. Und das war jetzt endlich das Finden, was war. Und der Melar selber war jetzt nicht mehr hier, ne? Nee, der ist doch tot. Der war doch dann. Und so hätte er sein können, dass sein Geist halt dabei war oder sowas. Nee. Das dachte ich schon, dass irgendwo ein Super-Zombie wäre oder sowas. Gut, dann würde ich jetzt zur Treppe zurücklaufen und das Level quasi beenden. Denk mal, hier finden wir sonst nichts mehr. Ich habe glaube ich auch alles abgesucht. Ich glaube, hier ist nichts mehr offen. So, dann haben wir. Der Zwerg hat richtig Geld gerockt, endlich mal. Die anderen leider nicht so. Also richtig Geld gerockt ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. 235. Immerhin. Das heißt, dass wir dem Zwerg jetzt mal was kaufen können. 235. Ein Schild hat er schon, dann kriegt er einen Helm dazu fertig. 120 Gold weg. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.